Über das Thema Schule wollen wir jetzt noch weitersprechen, und zwar mit einem der engagiertesten Lehrer Salzburgs, der auch nicht davor zurückschaut, einmal öffentlich Klartext über Schule zu sprechen. Ich darf herzlich begrüßen den Lehrer für Sport und Englisch an der neuen Mittelschule Kuchl, Sepp Schnöll. Schön, dass Sie da sind. Ja, danke schön für die Einladung. Freut mich sehr. Die Chance ist ja sehr groß, dass unsere Zuseher schon über einen Ihrer zahlreichen Leserbriefe gestolpert sind. Sie schreiben ja da sehr, sehr viel. Ich verfolge diese ja auch sehr aufmerksam. Erst kürzlich haben Sie zum Thema Matura-Stellung bezogen, denn da geht es ja gerade ziemlich rund. Bildungsminister Polaschek will die mündliche Matura ja wiedersehen, und viele Schüler haben jetzt sogar Streiks angedroht, denn sie wollen diese auf Freiwilligkeit haben. Wie stehen Sie zum Thema mündliche Matura? Ich denke, der Herr Bildungsminister hat in jedem Falle recht. Es ist einfach wichtig, richtig und vernünftig, die mündliche Matura wieder den Schülern abzuverlangen, denn die jungen Menschen haben ja was zu sagen und nicht nur zu schreiben, sind kritisch, und ich denke, es gehört auch zur Reifeführung dazu, sich physisch und rhetorisch zu präsentieren. Ich denke auf jeden Fall, sie sollte wieder kommen, und hoffentlich geht der Herr Bildungsminister nicht in die Knie. Rund 200 von 4000 Schulklassen befinden sich aktuell in Salzburg wieder im Distance Learning. Das hat die Salzburger Nachrichten berichtet. Ansonsten gibt es ja wieder Präsenz. Aber Sie haben jetzt festgestellt, wenn Schüler aus dem Distance Learning wieder in die Präsenz zurückkommen, dann haben sie oft mit Konzentrationsschwierigkeiten zu kämpfen. Warum ist das so und was tun Sie dagegen? Beim letzten Lockdown ist uns speziell aufgefallen, dass die Kinder dann einfach nicht mehr so gewillt waren, sich zu konzentrieren. Es war laut in den Klassen, der Lernwille war nicht so vorhanden. Wir haben dann geschaut, wir Lehrer, wir haben uns auch darüber unterhalten, wir haben dann einfach ein bisschen den Lehrstoff reduziert, weniger ist mehr, und den Fokus dafür auf mehr Festigung gelegt, und haben das ganz gut über die Reihe gebracht. Und jetzt sind wir wieder auf Schiene. Ich glaube, an Unterricht beginnen Sie grundsätzlich gern mit einem Überraschungseffekt. Ich glaube, ein Schüler ist grundsätzlich schon mal angespannt, wenn er schnell das Klassenzimmer betritt. Ich bin angespannt, aber ich versuche ihn. Jetzt fliegt der Ball daher. Nein, keine Angst. Alle Hände hoch. Ich versuche in jeder Stunde, irgendwie ein überraschendes, ein provokatives, ein interessantes Element zu generieren zu Beginn der Stunde. Und da gibt es ja zig Möglichkeiten, das zu tun. Zum Beispiel? Zum Beispiel, wenn wir über Mammals sprechen, das stellt sich dann gleich einmal heraus, das sind Säugetiere, dann spreche ich den Satz vor, und die Schüler sprechen nach: A baby mammal sucks milk from its mother. Und da lachen dann schon mal alle, wir sind dann gut drauf, und die Arbeit kann dann beginnen. Also ich darf das Wort Suck nicht ohne sagen, oder? Das ist Learning by Doing, das gehört dazu. Okay, ja? Verstehe. In jedem Falle. Das sind natürlich oftmals wahrscheinlich Dinge, die im Distance Learning nicht gut funktionieren. Ja? Aber ich möchte jetzt mit Ihnen noch gerne über ein Thema sprechen, nämlich über die Ausbildung von Lehrern, die Sie ja auch durchaus kritisieren. Die Pädagoginnenausbildung neu, die halten Sie ja für zu wenig praxisnah, für zu akademisch und auch in die Länge gezogen. Vor welchen Herausforderungen stehen Ihrer Ansicht nach junge Lehrkräfte aktuell? Vor welchen Problemen? Die Ausbildung neu der Pädagogen kann so nicht funktionieren, weil die schulpraktischen Übungen quasi nicht mehr vorhanden sind. Die sind auf ein minimales Maß reduziert. Die jungen Menschen lernen praktisch dieses Handwerk des Unterrichtens in der Ausbildung nicht mehr. Sehr oft werden sie dann zuerst in Brennpunktschulen eingesetzt, wo sie zum Teil hilflos, zum Teil restlos überfordert sind. Ich kenne selber einige junge Menschen, die den Lehrerberuf dann an den Nagel gehängt haben und dann etwas anderes studiert haben. Also ich hätte da einen guten Vorschlag, ein sogenanntes Trainer-Trainee-System, wo praktisch in der Ausbildung der Student für 3x4 Monate bei einem erfahrenen Lehrer, kann 10, 15 Dienstjahre, praktisch mitläuft, sozusagen der Lehrer ist der Trainer und der Student ist der Trainee, und der Trainer führt den Studenten behutsam, schrittweise an das Handwerk heran, und das wird dann wirklich Wirkung haben für die zukünftige Lehrertätigkeit.
Vielleicht eine kurze Antwort. Befürchten Sie einen Fachkräftemangel, einen Lehrermangel in den nächsten Jahren? Der ist schon gegeben und wird noch stärker ausfallen in den nächsten Jahren, weil eben viele junge Menschen sich das Unterrichten nicht mehr antun wollen. Ja, Sepp Schnell, Sie werden ja jetzt dann 65 und Sie haben jetzt um ein weiteres Unterrichtsjahr bis Ende 2023 angesucht. Das heißt, Sie denken nicht ans Aufhören und auch nicht an die Pension, oder? Nein, ich habe einfach einen Riesenspaß, das ist meine Passion. Wenn ich in der Früh das Schulhaus betritt, dann sage ich immer leise zu mir, bitte danke, dass ich heute wieder rein darf, dass ich mit den Kids arbeiten darf, mit dem Wertvollsten, dem Kostbarsten, was uns die Gesellschaft bietet. Und es ist einfach wunderbar, die Fähigkeiten, die Anlagen der Kids mitzuentwickeln und ihnen auch helfen, einen Selbstwert zu generieren. Einfach, ich würde sagen, Lehrer sein ist der schönste Beruf der Welt. Und was mir vielleicht auch wichtig ist zu sagen, ich habe jetzt 41 Jahre gar nicht gearbeitet. Ich habe nur unterrichtet. Ja, wenn man bedenkt, dass jetzt pensionierte Pädagogen wieder angefragt werden in Pandemiezeiten, um einzuspringen, dann ist es gut, wenn sie auch dem System erhalten bleiben. Sepp Schnell, vielen Dank für das Gespräch. Bitte gerne. Okay.